Hallo, ich bin Guido von kryptoszene.de und möchte euch heute zeigen, wie ihr am einfachsten Ethereum kaufen könnt. Dafür vielleicht vorab, ich habe verschiedene Plattformen ausprobiert und mache jetzt das meiste, was so den Kauf von neuen Coins angeht, über Coinbase. Das ist auch für einen Einsteiger relativ einfach zu handhaben und ihr könnt sofort Coins kaufen. Was die Sicherheit angeht, müsst ihr euch auch nicht um ein eigenes Wallet kümmern, sondern das könnt ihr auch bei Coinbase verwalten lassen. Coinbase macht das sogar so weit, dass sie den Großteil der Coins, die sie haben, offline aufbewahren und bieten auch eine Zwei-Schritt-Verifizierung an. Coinbase gibt es seit 2011 und wurde bisher auch noch nicht gehackt. Von daher ist das Vertrauen bei dem Anbieter auch recht hoch. Also wer Ethereum oder daneben auch Bitcoin und Litecoin kaufen möchte, dann einfach Coinbase eingeben, auf die Webseite gehen und dann oben auf Registrieren klicken. Hier müsst ihr euren Namen eingeben, eure E-Mail-Adresse. Und ein Passwort aussuchen. Und dann auch noch bestätigen, dass ihr kein Roboter seid. Und wenn ihr das einmal bestätigt habt, noch bestätigen, dass ihr älter als 18 Jahre seid. Und dann könnt ihr auch schon das Konto erstellen. Dazu bekommt ihr eine E-Mail geschickt. Die E-Mail dann einfach den Link drinne bestätigen. Ich habe mir jetzt schon mal den Link aus der E-Mail rauskopiert, der da drin war, zum Bestätigen. Füge ihn jetzt hier ein. Und dann seht ihr, dass ihr im Prinzip durch folgende Schritte gehen müsst. Also ihr müsst angeben, ob ihr eine Einzelperson seid. Und dann müsst ihr im Prinzip Telefonnummer angeben, eine ID hochladen. Und dann seid ihr auch schon so weit und könnt Ethereum kaufen. Also das einfach durchklicken. Später. Und dann kommt ihr auch schon auf euer Dashboard. Auf eurem Dashboard, wenn ihr alles bestätigt habt, seht ihr dann einmal groß zentral einen Chart über die Bitcoin-Preisentwicklung. Dann könnt ihr natürlich auch Ethereum auswählen und seht dann, wo der Kurs gerade steht und wie er sich entwickelt hat und könnt hier noch verschiedene Zeiträume auswählen. Ich würde euch immer ein bisschen empfehlen zu gucken, wo der Kurs gerade steht, bevor ihr kauft, weil man sieht schon, dass er relativ stark auch schwankt zwischen den Tagen, also hier bei 2,65, während er hier auch mal bei 2,50 war und je nachdem, wie viel ihr kaufen wollt, macht das schon einen großen Unterschied. Also wenn ihr gerade auf dem Allzeithoch seid, ruhig noch ein, zwei, drei Tage warten und dann kaufen, wenn es ein bisschen runtergegangen ist. Um das zu kaufen, müsst ihr Geld auf euren, also ihr könnt natürlich hier Buy and Sell klicken, aber dazu müsst ihr Geld auf euer Wallet laden. Das geht bei Accounts und dann einfach, hier seht ihr eure Wallets, da seht ihr das Euro Wallet und da sollt ihr einfach Geld raufladen. Coinbase bietet auch an, das per Kreditkarte zu machen, das würde ich euch ja nicht empfehlen, weil die Kreditkartengebühren bei Coinbase sind 3,99%. Und wenn ihr das per Überweisung macht, sind das nur 1,49%. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich das morgens überweise, dann ist das in der Regel auch abends da. Und das ist relativ unproblematisch. Ihr könnt angeben, wie viel ihr überweisen wollt. Und wichtig ist immer, dass ihr diese Referenznummer mit angebt. Weiter und dann zeigt euch hier die Daten an, wo ihr das hin überweisen müsst. Das geht jetzt nach Tallinn, ist aber problemlos machbar, habe ich schon mehrfach gemacht und wie gesagt, wenn ihr das morgens macht, gibt es eine gute Chance, dass es abends auch schon da ist. Und sobald ihr das überwiesen habt, dann einfach hier unten bestätigen, dass ihr die Überweisung getätigt habt, dann weiß Coinbase auch, dass es das Geld von euch erwarten kann. Wichtig ist halt immer diese Nummer hier mit einzugeben. Sobald dann das Geld auf
eurem Wallet angekommen ist, einfach auf Buy und Sell, beide natürlich. Dann könnt ihr auswählen, was ihr kaufen wollt. Neben Ethereum könnt ihr natürlich auch Bitcoin und Litecoin kaufen und dann einfach auswählen, wie ihr bezahlen wollt. Dann gebt ihr hier unten an, wie viel ihr kaufen wollt. Macht das jetzt mal testweise mit diesen 10 Euro. Und hier drüben seht ihr aufgeschlüsselt den Fee und was da total rauskommt. Der Fee ist jetzt natürlich prozentual relativ hoch, liegt aber daran, dass diese 1,49% erst ab 100 oder 200 Euro gültig wären. Vorher gibt es da ein Mindestfee. Und ihr könnt auch noch auswählen, ob das mehrfach getätigt werden soll. Wenn ihr im Prinzip monatlich Ethereum kaufen wollt, geht das hier auch. Und dann einfach auf Buy ins Ethereum instantly. Und kurze Zeit später könnt ihr das dann bei euch im Wallet sehen und bekommt auch noch eine E-Mail, dass das gekauft wurde. Also wenn ihr das gemacht habt, würdet ihr hier das in euren Ethereum Wallet sehen und auch bei den Transactions. Ich hoffe, ihr wisst jetzt, wie ihr Ethereum kauft. Wenn es noch Fragen gibt, schreibt mir einfach eine E-Mail. Ich bin über kryptoszene.de, sind meine Kontaktdaten. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit Coinbase. Und wie gesagt, wenn ihr unten den Link klickt, gibt es auch noch 10 Dollar extra bei 200 Dollar Einzahlung.